Mein Name ist Maria Basler. Ich stamme aus einer ungarndeutschen Familie, bin in Bobortz-Pavac geboren. Ich bin auch da aufgewachsen. Das heißt, ich habe als Kind die Sitten und Bräuche der im Dorf lebenden Ungarndeutschen selbst miterlebt. Nach meinem Abitur am Nationalitätenklassenzug des Löwe-Klara-Gymnasiums in Bécs habe ich an der Pädagogischen Hochschule studiert. Und ich habe meine Staatsexamenarbeit im Thema Essgewohnheiten der Ungarndeutschen in Pavac geschrieben. Diese Arbeit habe ich dann später an der Universität Szeged erweitert und auch als Diplomarbeit abgegeben. Als eine Ungarndeutsche ist es mir sehr wichtig, dass die Sitten und Bräuche unserer Ahnen erhalten bleiben. Und ich freue mich auch sehr darüber, dass in unserem Dorf die ungarndeutsche Selbstverwaltung bzw. einige Familien sich Mühe geben, diese Sitten und Bräuche wieder lebendig zu machen und an die Jugendlichen weiterzugeben. Vielleicht ein paar Sätze über das Dorf Bobortz-Pavac. Dieses kleine Dorf liegt in der Branau in Südungarn zwischen Pécs und Mohács. Heute ist die Einwohnerzahl wesentlich kleiner als vor ein paar Jahrzehnten oder noch vielleicht im 20. Jahrhundert. Und das betrifft leider auch den Zurückgang der ungarndeutschen Nationalitäten. Das Dorf ist heute zwar noch immer mehrheitlich deutschsprachig, aber diese fallende Tendenz ist leider noch immer wahrzunehmen. Die Themen, die in meinem Vortrag behandelt werden, sind die folgenden. Ich werde über die besonderen Merkmale der schwäbischen Küche in Pavac sprechen, welche externen Einflüsse prägten die deutsche Küche in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts, wie sich die Essgewohnheiten verändert haben unter den Tagelöhnern, Kleinbauern und Großbauern, ob es überhaupt welche Unterschiede gibt. Ich werde auch über die Besorgung der Grundlebensmittel sprechen, woher die Zubehöre kamen, dann über die Mahlzeiten, wie sie sich an Werk- und Feiertagen bzw. an verschiedenen Jahresfesttagen geändert haben, über die Milchverarbeitung, über die Konservierung der Lebensmittel, über das Schweineschlachten, über das Brotbacken. Und ich werde dann auch einige Bilder über Haushaltsgeräte zeigen. Beziehungsweise am Ende gibt es noch eine Bibliografie, die später noch verwendet werden kann. Die ungarndeutsche Küche kann allgemein als sparsam und einfach betrachtet werden. Und das gilt natürlich nicht nur für das Dorf Bobortz, sondern allgemein für die ungarndeutsche Küche. Die Gerichte waren sehr eintönig. Man kann sogar sagen, dass sie nicht besonders abwechslungsreich waren. Die meisten Bestandteile, die man in der Küche verwendet hat, wurden selber angebaut oder man hat das Fleisch zum Beispiel aus der eigenen Tierzuchthaltung herbeigeholt. Manche Bestandteile wurden auch selber hergestellt. Die Rezepte wurden von Generation zu Generation weitergegeben. Impulse kamen vom Zusammenleben mit anderen Nationalitäten auch hinzu. Von den Ungarn zum Beispiel wurden die Paprika-Zwiebelgerichte übernommen und von den Kroaten zum Beispiel die Krautwickler oder die Bezeichnung der Marmelade als Pekmez. Neue Impulse kamen auch aus den Städten
sogar aus dem Ausland, aus Wien, wo die jungen Mädchen und Frauen als Dienstmägde gearbeitet haben. Und die haben dann neue Rezepte mit sich gebracht, die man auch dann zu Hause verwendet hat. Solche Gerichte waren zum Beispiel der Kugelhupf, dann Buchteln oder Faschiertes und der Schmarrn aus Österreich. Sehr charakteristisch für die ungarndeutsche Küche waren die Mehl-, Kraut- und Kartoffelgerichte. Die hat man fast überall angetroffen. Die Dorfeinwohner waren hauptsächlich Landwirte, Bauern, die beschäftigten sich mit der Landwirtschaft. Es gab unter ihnen natürlich auch Ärmere und Reichere und natürlich auch Tagelöhner, die bei den reicheren Bauern gearbeitet haben. Wenn man aber die Essgewohnheiten der verschiedenen Schichten betrachtet, kann man eigentlich keine gravierenden Unterschiede feststellen. Das Einzige, wo man Unterschiede feststellen konnte, waren die Mengen und die Häufigkeit der einzelnen Zutaten, zum Beispiel beim Fleischkonsum oder bei den Milch- und Eiergerichten. Wie es bereits erwähnt wurde, waren die Ungarndeutschen sehr sparsam und ihre Mahlzeiten basierten vor allem auf selbst angebaute Produkte, beziehungsweise wurde die notwendige Fleischmenge durch eigene Haushaltstiere gesichert. Geflügel, Schweine, Rind gehörten zu fast jedem Haushalt. Wer keine Kühe hatte, der besorgte die Milch entweder von den Nachbarn oder von den Bauern selbst oder von dem dörflichen Milchverein. Rind- und Kalbfleisch wurde relativ selten gegessen. Diese Fleischsorten kamen auf den Tisch, wenn ein Tier zum Beispiel geschlachtet werden musste. Das Fleischkonsum beschränkte sich vor allem auf Schweinefleisch bzw. auf Geflügel. Die jährliche Mehlmenge, die man in einem Haushalt gebraucht hat, wurde von der Mühle direkt abgeholt. Das Mehl wurde dann in Säcken, Kisten oder in Holzständern auf dem Dachboden oder in den Kammern aufbewahrt. Gemüse und Obst kamen hauptsächlich aus dem eigenen Garten oder Weingarten her. Kräuter sammelte man auf den Wiesen und in den Wäldern, die nahe zum Dorf lagen. Zum Beispiel Sauerampfer, Melisse, Brombeeren, Holunder und verschiedene Heilkräuter kamen auf diese Weise in die Häuser. Alles andere, was nicht selbst hergestellt werden konnte oder angebaut werden konnte, wurde entweder im dörflichen Krämerladen besorgt. Solche waren zum Beispiel die Zündhölzer, Petroleum oder auch Salz und alles andere auf dem Monatsmarkt, was Bobberts angeht. Mohács war die am naheliegendsten Stadt und da hat man dann den Rest noch besorgt. Die Mahlzeiten haben sich an die einzelnen Tagesaufgaben der Bauern angeknüpft. Bevor die Leute auf die Felder gegangen sind, mussten sie zu Hause natürlich ihre eigenen Haustiere versorgen. Um all das nicht auf den nüchternen Magen tun zu müssen, gab es als ersten Frühstück den sogenannten Nichterbrecher, den Nüchternbrecher. Das bedeutet eigentlich nicht viel mehr als ein Stück Brot mit Salz und Paprika bestreut. Dazu hat man entweder ein Glas Milch oder die Männer oft schon ein Glas Trinkwein getrunken. Das richtige Frühstück, das Frühstück, war gegen 8 Uhr und war selbstverständlich wesentlich reichlicher als der Nichterbrecher. Da hat man zum Brot Wurst oder Schinken gegessen, dazu je nach Jahreszeit entweder grüne Paprika oder Zwiebeln. In Winterzeit waren es dann saures, gesäuert eingelegte Paprika zum Beispiel. Im Winter gab es warmes Essen. Die Männer aßen lieber etwas Deftigeres, wie Bratkartoffeln mit Speck oder Schinken. Die Frauen und die Kinder tranken lieber Milchkaffee und brockten dazu vielleicht noch Brot mit dabei. Für die Kinder gab es auch Grießbrei.
abhängig davon, ob man noch zu Hause etwas zu verrichten hatte oder auf dem Feld, war das zweite Frühstück entweder zu Hause oder bereits auf dem Feld. Das Mittagessen, das Mittagmahl, wurde um 12 Uhr aufgetischt. Bis auf die hochsommerliche Zeit, wo die meisten Aufgaben auf den Feldern zu verrichten waren, hat man das Mittagessen zu Hause gegessen und es gab stets ein warmes Essen. Wenn man auf dem Feld gearbeitet hat, hat man natürlich was Kaltes mit sich genommen. Am Nachmittag gab es noch eine Zwischenmahlzeit, die sogenannte Jause, wo man noch schnell etwas zu sich nehmen konnte. Eine Scheibe Brot mit Schmalz oder mit Matte, das heißt mit einem Quarkaufstrich. Zum Abendessen, zum Nachtmahl, gab es entweder die Überreste vom Mittagessen oder man aß etwas Kaltes. Wurst, Schinken, Käse, Quark, dazu Pell- oder Bratkartoffeln. An den einzelnen Wochentagen wiederum wiederholten sich immer wieder die einzelnen Gerichte mit kleineren Abweichungen. Es gab einen sogenannten Wochenspeisezettel. Am Montag gab es meistens neben den Überresten von Sonntag Nudeln. Am Dienstag hat man Gerichte mit Sauerkraut zubereitet. Am Mittwoch gab es entweder ein Fleischgericht oder Bohnen. Am Donnerstag hat man verschiedene Knödeln gekocht. Am Freitag war Bohnentag, da gab es Bohnen und dazu Hefeknödeln. Am Samstag kamen dann die Kartoffeln an die Reihe. Und der Sonntag war der Feiertag, da hat man meistens eine Fleischsuppe gekocht und zu dem gekochten Fleisch gab es dann verschiedene Soßen. Den Wochenspeisezettel hat man bei uns in Babats wie folgt benannt. Montag war Nulltag, Dienstag war Krauttag, Mittwoch war Fleischtag, der Donnerstag war der Knelltag, Freitag war der Punttag, Samstag der Krompientag und der Sonntag war der Feiertag. Ich würde jetzt gerne ein paar Beispiele zu den Mittagsmenüs vorlesen, die sehr oft gekocht wurden. Suppen zum Beispiel, die oft gekocht wurden, waren Kartoffelsuppe, Gemüsesuppe, Bohnensuppe, Einbrennsuppe, Nudelsuppe oder eine Röstsuppe. Als zweites Gericht hat man oft gebratene Nocken oder Knödel gemacht, dazu frischen Salat gegessen. Oder Zwiebelkartoffeln mit gebratenem Schinken oder Speck. Kartoffelpaprikasch war sehr schnell fertig und durch Hinzufügung von Wurst wurde das Essen noch schmackhafter gemacht. Bei solchen Eintopfgerichten gab es anschließend noch ein Gebäck, zum Beispiel Salzkipferl oder Pfannkuchen. Wenn Kartoffeln gekocht wurden, hat man daraus nicht nur eine Suppe gekocht, sondern auch ein Kartoffelgemüse, wozu dann noch faschiertes oder gebratene Rippchen geboten wurden. Bohnensuppe wurde oft zweimal in der Woche gekocht, am Mittwoch und auch am Freitag. Mittwoch gab es zu der Bohnensuppe meistens Bohnennudeln, die man Bohnennull nannte, und am Freitag hat man dann die Hefeknödel gebacken oder gedämpft. Wenn es schnell gehen musste, haben die Hausfrauen entweder eine Röstsuppe oder eine Eibrellsuppe gekocht und dazu noch schnell von den eigenhändig gemachten Nudeln ein Nudelgericht gereicht. Solche waren die Grießnudeln zum Beispiel. Dazu konnte man Marmelade essen, wer es süß gemocht hat, oder konnte man es auch gesalzen gegessen, dann hat man dazu einen Salat gegessen. Man hat natürlich auch Krautfleckel gemacht oder Quarknudeln, Mohnnudeln. Und zu den Grießnudeln hat man neben der Marmelade auch Obst
eingewecktes Obst, den sogenannten Dunst, gegessen. Ich würde jetzt wieder auch einige konkrete Beispiele von diesen Mittagsmenüs vorlesen, die in den 20. Jahrhunderten, in den 30er, 40er Jahren gang und gäbe waren. Kartoffelsuppe mit gebratenen Nockern oder Knödeln mit Salat. Gemüsesuppe mit Zwiebelkartoffeln, mit gebratenem Schinken oder Speck. Kartoffelpaprikasch mit Wurst, anschließend Salzkipferl. Kartoffelsuppe, dazu Kartoffelgemüse mit gebratenen Rippchen. Bohnensuppe und Hefeknödel mit gerührten, abgeschmelzten Bohnen. Einprinzsuppe, dazu Krauthefeknödel mit Speck. Nudelsuppe, anschließend Grießnudeln mit Marmelade oder Kopfsalat. Röstsuppe, Krautgemüse mit gebratenem Speck oder Schinken. Das waren die Mittagsmenüs, die am häufigsten gekocht wurden. In der Ernährung der Bauern spielten die Mehlgerichte eine sehr wichtige Rolle. Es gab in der Regel wöchentlich zweimal, dreimal Mehlspeise. Und damals hat man die Mehlgerichte selber hergestellt. Man hat die Nudeln natürlich nicht im Geschäft gekauft, sondern die Hausfrauen haben selber die Nudeln gemacht. Die Nudeln konnten als Suppeneinlage oder als zweites Gericht aufgetischt werden. Beliebte Nudelgerichte als zweites Gericht waren die Grießnudeln, die Nussnudeln, Eiernudeln, Quark- und Bohnennudeln. Auch Knödel aß man sehr gerne, darunter die gegangenen Knödel und natürlich auch die Hefeknödel. Zu den Knödeln gab es gedünstetes Kraut, Kartoffelbrei, Bohnengemüse mit Paprikamehlschwitze oder geröstete Bröseln. Sehr beliebt waren die Hefeknödel am Mittwoch und am Freitag, entweder gekocht oder gebraten. Unsere Omas konnten auch wunderbare gebackene Mehlgerichte aus Hefeteig herstellen, wie das Striezen, die Kipferl, die Buchten und den Kugelhupf. Beliebtes Gebäck war auch der Strudel mit Nüssen, Mohn, Quark oder Sauerkirschen mit Weichselfüllung. Es gab davon natürlich auch eine salzige Variante. In diesem Fall wurde der Strudel mit Kraut gefüllt. Kleingebäck und Torten in der Form, wie man sie heute vorfindet und isst, die gab es erst nach den 50er und 60er Jahren. Unter die Gemüsesorten spielten die Kartoffeln, die Bohnen und das Krautgemüse eine sehr bedeutende Rolle. Diese konnten von den Bauern selbst angebaut werden und auch die Lagerung
war relativ einfach. Die Kartoffeln konnte man in den Keller einschichten. Das Kraut wurde fein gehobelt und eingesäuert. Die getrockneten Bohnen hat man in kleinen Säcken, entweder auf dem Dachboden oder in den Kammern aufgehängt, aufbewahrt. Und auch die Zwiebeln und die Wurzelgemüse waren relativ einfach aufzubewahren. Alle erwähnten Gemüsesorten gehörten zu den billigen Nahrungsmitteln, was wichtig war, denn wir haben ja erwähnt, dass die ungarndeutsche Küche sehr sparsam war. Grundstoff zu den Kartoffelgemüsen und Krautgerichten kamen, wie gesagt, aus dem eigenen Haushalt. Sauerkraut war eine wichtige Beilage zu den Knödelgerichten. Kraut, Hefeknödel, Kraut und Knödel, wie man das bei uns nannte, oder gefülltes Kraut wurde auch von diesem sauren Kraut hergestellt. Sauerkraut war ein traditionelles Gericht für die Ungarndeutschen, speziell an verschiedenen Festtagen, wie zum Beispiel Kirmes. Aber auch beim Schweineschlachten hat man Krautwickler, gefülltes Kraut, auf den Tisch gelegt. Früher hat man weniger Fleisch gegessen, wenn, dann oft geräuchertes Fleisch. Und während der Woche hat man einmal oder keinmal Fleisch gegessen, aber jeden Sonntag gab es eine Fleischsuppe. In Pavac gab es ein beliebtes Essen, das war die sogenannte Tunke. Bei uns wurde das Tunges genannt. Das bestand aus Zwiebeln, Eiern mit geräuchertem Fleisch. Oder am Sonntag, wenn man ein Huhn für das Sonntagsessen geschlachtet hat, hat man auch das Blut und die Leber zu einem Tunges bearbeitet. Sehr wichtig war bei diesen Gerichten, dass sie sehr schnell fertig waren und teilweise auch als billig bezeichnet werden konnten. Die wurden ja eigen hergestellt bzw. bei den Hühnern selber gezüchtet. Das Beste an diesem Tunges waren die Reste am Ende, wo man mit Weißbrot praktisch den zurückbleibenden Saft austunken konnte. Jetzt würde ich gerne ein paar Bilder zu diesen Alltagsgerichten zeigen. In diesen Gerichten, wie man das auch auf den Bildern sehen kann, sind die Grundnahrungsmittel der Ungarndeutschen sehr gut wahrzunehmen. Kraut, Bohnen, Kartoffel und natürlich die Mehlgerichte. Auf dem ersten Bild sieht man die Krauthefeknödel, auf dem zweiten Bild Hefeknödel mit gerührten abgeschmelzten Bohnen. Auf dem dritten Bild sieht man Kartoffelpuffer, das sind die Kartoffelpfannkuchen, und auf dem vierten Bild sind die Salzkipferl zu sehen. Die Mahlzeiten an Sonn- und Feiertagen wichen von denen der Wochentage ab. Sie waren reichlicher und wenn auch nicht abwechslungsreicher, doch mit mehr Fleisch und auch Beilagen zubereitet. Und natürlich gab es dann anschließend auch ein süßes Gebäck dazu. An diesen Tagen, trotzdem natürlich, dass auch am Sonntag die Haustiere versorgt werden mussten, fiel das erste Frühstück der Nichtenbrecher aus. Man musste nicht so früh aufstehen, man musste sich nicht besonders für die tägliche Arbeit stärken. Sonntagen hat man ja auf den Feldern nicht gearbeitet. Zum Frühstück gab es für die Männer eine Zwiebeltunke mit Wurst oder gebratenem Blut, oft auch Schinken mit Ei. Dazu haben die Männer eingesäuertes oder frisches Gemüse gegessen. Die Frauen und die Kinder aßen Milchkaffee mit eingebrocktem Brot. An Sonn- und Feiertagen durfte die Fleischsuppe nicht vom Tisch fehlen. In der Suppe wurde das Fleisch gekocht und dazu hat man verschiedene Soßen geboten,
zum Beispiel Tomatensauce, Knoblauchsoße, Dillsoße oder Sauerkirschsoße. Das in der Suppe vorgekochte Fleisch wurde auch oft früher aus der Suppe rausgenommen und dann gebraten. Dazu hat man dann noch Reis als zweites Gericht aufgetischt. Aus dem rohen, durch den Fleischwolf gedrehten Fleisch hat man mit Zugabe von Brot und Eiern Faschiertes gemacht. Dazu hat man neben Reis entweder frischen Kopfsalat oder eingesäuertes Gemüse gegessen. An diesen Festtagen aß man gewöhnlich so wie auch an den normalen Sonn- und Feiertagen. Doch es gab spezielle Festtage, wo man davon abwich, wo irgendwelche andere Besonderheiten das Essen bezeichnet haben. Solche Jahresfeste waren zum Beispiel das Neujahr, der Fasching, Ostern, die Kirmes, Weihnachten und auch die Geburt eines Kindes brachte einige Besonderheiten mit sich. So zum Beispiel hat man am Neujahrstag neben dem herkömmlichen Sonntagsessen auch Bohnen und Linsen gekocht. Man hat nämlich behauptet, wer Bohnen oder Linsen isst, wird in dem neuen Jahr viel Geld haben. An diesem Tag hat man aber auch vermieden, Hühnerfleisch zu essen. Man hat nur Schweinefleisch gegessen. Es wurde gesagt, dass die Hühner das Glück verscharren. Besondere Leckerbissen in der Faschingszeit waren die Faschingskrapfen. An den letzten drei Faschingstagen, an Faschingssonntag, Rosenmontag und Rosendienstag, gab es spezielle Faschingskrapfen. Am Sonntag wurden die runden Faschingskrapfen, die Faschingskrepe, gebacken. Am Montag die geradelten Krapfen, die hat man bei uns fressene Hose genannt. Und am Dienstag, einen Tag vor Aschermittwoch, kamen dann die Rosenkrapfen, die Rosekreppel oder Schneebele, die Schneepoller. Und es gab noch eine dritte Sorte für diesen Tag, das waren die Dudelhörner, die Tutianer genannt. Hier können Sie die Bilder zum Beispiel von den runden Faschingskrapfen sehen. Eine besondere Zeit hinsichtlich der Essgewohnheiten war die Fastenzeit vor Ostern. Bis Palmsonntag wurde wöchentlich generell zweimal gefastet, am Mittwoch und am Freitag. Aber auch an anderen Tagen versuchte man, Fleischgerichte zu meiden. Das Dorf war mehrheitlich katholischer Religion und wer aus religiöser Überlegung Fleisch meiden wollte, der hat praktisch während den 40 Tagen kein Fleisch gegessen. In diesem Zeitraum hat man vor allem Milch- und Eiergerichte gegessen, Gemüse und Obst. Da es noch meist Winterzeit war,
sprechen wir hierzu über Dörrobst, über die Hutzel, wie man das bei uns genannt hat. Die letzten drei Tage der Karwoche waren die strengsten Fastentage. Am sogenannten grünen Donnerstag hat man aus den jungen, frischen Frühlingsgemüsen wie Spinat, Sauerampfer oder Brennnessel eine Suppe gekocht oder mit einer Mehlschwitze daraus eine Gemüse gemacht. Dazu hat man Spiegeleier gegessen. Und da am Karfreitag Feuerverbot war, hat man bereits am grünen Donnerstag auch das Essen für den Freitag vorbereitet. Und weil es nicht warm sein konnte, hat man kalte Speisen gegessen. So ein Beispiel war unter anderem der saure Bohnensalat, der saure Puntsalat. Die Fastenzeit dauerte bis Ende der Auferstehungsprozession. Erst anschließend haben die Ungarndeutschen dann wieder Fleisch gegessen, Fleischgerichte aufgetischt. Am Ostersonntag gab es ein normales Sonntagsessen mit Fleischsuppe und gekochtem Fleisch, dazu eine Soße. Eine Besonderheit noch zur Osterzeit war, dass die Eltern für ihre Kinder auch Eier gefärbt haben, und zwar mit Hilfe von Zwiebelschalen. Dadurch wurden die Eier bräunlich gefärbt und mit in Essig getauchten Zündhölzern haben sie dann auf diesen bemalten Eiern verschiedene Motive darauf geritzt. Diese bemalten Eier haben dann die Eltern in die Osternester, die von den Kindern vorbereitet wurden, geschmuggelt. Zu Ostern kamen auch die Taufpaten und die Taufkinder zusammen. Und die Taufpatin brachte dann den Kindern auch ein Geschenk mit. Das waren entweder aus Brotteig gebackenen Figuren oder Lebkuchen, die bei uns Letzelder genannt worden sind. Die Kirche in Pavas wurde dem heiligen Stephan gewidmet, daher feierte man die Kirmes in Pavas am 20. August am heiligen Stephanstag. Da zu dieser Zeit auch die meisten Sommerarbeiten bereits beendet worden sind, galt dieses Fest bei uns auch als eine Art Erntedankfest. Zu diesem Anlass wurden die ferner wohnenden Familienmitglieder und auch die Verwandten eingeladen. Es wurde reichlich gegessen und neben dem herkömmlichen Sonntagsessen gab es auch gefülltes Kraut und auch gebratenes, den sogenannten Bral. Als Nachtisch hat man noch Strudel, Hefegebäck und verschiedene Kleingebäcksorten angeboten. Ein wichtiges Fest im Leben der vor allem katholischen Bauern im Dorf waren die Weihnachten. In der Vorweihnachtszeit, wo es weniger Arbeit draußen gab, haben die Hausfrauen mehr Zeit gehabt und haben verschiedene Kuchen in der Adventszeit gebacken. Solche Gebäcke waren Vanillekipferl, Honigplätzchen, Fliegsalzgebäck. Das ist ein Gebäck mit Salalkali gebacken. Und sie haben auch verschiedene Kekse gebacken, die lange haltbar waren. Zu Weihnachten, unmittelbar vor der Christmette, hat man meistens kein Fleisch gegessen. Nur Dürrobst, die Hutzel, Nüsse oder Bratkürbisse mit Brot. Nach der Christmette aber, obwohl es sehr spät in der Nacht war, hat man noch ein kleines Gericht gegessen. Das war eine gekochte Wurst und dazu hat man frisch geriebenen Krähen, Meerrettich, gegessen. Oder man hat noch Sülze gegessen.
Was die Sülze angeht, das war ja schon Winter. Man hat das Schweineschlachten bereits hinter sich gehabt und es war auch kalt genug, um zu dieser Zeit Sülze zu machen. Am ersten Weihnachtstag war das weihnachtliche Mittagessen ähnlich wie an anderen Sonn- und Feiertagen. Als Nachtisch gab es noch neben dem Kleingebäck, das noch in der Vorweihnachtszeit gebacken worden ist, Striezen, und zwar Mohn- und Nussstriezen. Eine Spezialität zur Weihnachtszeit war aber die aus Brotteig gebackenen Figuren, die man am Weihnachtsbaum als Schmuck verwendet hat. Aber auch das weihnachtliche Brot, was man für die Weihnachtszeit gebacken hat, wurde feierlich geschmückt. Man hat ein Stück Teig aus dem Brotteig ausgewalzt und mit dem Zierrad ein Kreis daraus geschnitten, das auf dem gegangenen Brotteig gelegt und das Brot wurde dann so in dieser Form gebacken. Bis Ende der 50er und 60er Jahre war es gang und gäbe, dass die Frauen zu Hause entbunden, ihre Kinder zu Hause zur Welt gebracht haben. Dabei hat ihnen die Hebamme geholfen. Da die junge Mutter nach der Geburt des Kindes noch sehr schwach war und sie die Familie nicht richtig versorgen konnte, war es die Aufgabe der Taufpatin, die junge Familie mit dem Kind zu versorgen. 4 Tage lang hat die Taufpatin, die junge Wöchnerin, mit Essen versorgt. Diese Tätigkeit von der Taufpatin, die frische Mutter mit Essen zu versorgen, hat man bei uns Schirigetroge genannt. Wir gehen davon aus, dass dieses Wort aus dem Geschirrtragen entstanden ist. Das Essen wurde in ein Tuch, also in Gefäßen und anschließend in ein Tuch gepackt. Dann das Ganze kam in einen Korb und diesen Korb haben dann die Frauen auf ihrem Kopf zu der Wöchnerin getragen. Man hat aus einem Lappen einen Kringel gedreht, den hat man auf den Kopf gesetzt und auf diesen Kringel wurde dann der Korb gestellt. Hier können Sie ein Bild über dieses Trochtuch sehen. Dieses Trochtuch wurde aber nicht nur bei Geburt eines Kindes verwendet, sondern zum Beispiel auch zu Ostern und zu Weihnachten, wenn die Taufpatin Geschenke ihren Patenkindern mitgenommen hat. Vor dem Zweiten Weltkrieg gab es noch eine bestimmte Menüreihe, die zu diesen 4 Tagen gekocht wurden. Ich würde das jetzt gerne vorlesen. Am ersten Tag hat man eine Rindsuppe gekocht. Zum gekochten Fleisch wurde eine Soße gereicht. Das konnte entweder Paradeis, Knoblauch oder Weichselsoße sein. Es gab noch Faschiertes mit saurem Paprika. Man hat ein ganzes Laib Brot mitgenommen, 1 Liter Wein und als Gebäck wurden Schneebälle, die bereits erwähnten Schneepuller, mitgegeben. Hier können Sie ein Bild von den Schneepuller sehen. Am zweiten Tag hat man eine Hühnersuppe gekocht. Zum gekochten Fleisch gab es wieder eine Soße, aber als Hauptgericht hat man paniertes Schweinefleisch mit Reis und Saures mitgenommen. Diesmal kam wieder eine Flasche Wein, Rosenkreppel und Strudel als Dessert hinzu. Am dritten Tag gab es eine Suppe aus Hühnerklein. Das heißt, diesmal gab es kein gekochtes Fleisch und auch keine Soße, dafür aber ein Schweinebraten mit Reis. Der Wein und das Gebäck konnten natürlich auch diesmal nicht fehlen, aber diesmal gab es einen Kugelhupf. Am vierten Tag hat die Taufpatin 3 bis 5 Weißbrote für die Wöchnerin mitgenommen, einen Biskuitkuchen
und auch Kleingebäck. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde dann statt der Biskuitkuchen und dem Kleingebäck auch schon Torten mitgenommen. Man kann sich natürlich die Frage stellen, warum so viel Brot? Aber die Antwort ist ganz einfach, denn die junge Wöchnerin war noch nicht stark genug, um selber einen Brotteig zu kneten, und in den kommenden 10 bis 14 Tagen musste die Familie ja doch mit Brot versorgt werden. An diesem Tag, wie man es hier gehört hat, gab es kein vollständiges Menü von der Taufpatin. Und das war deshalb so, weil am vierten Tag praktisch die Taufpatin eingeladen worden ist, als eine Art Dankeschön für die Versorgung der vorangehenden Tage. Diesmal hat die junge Mutter gekocht und es gab meistens ein Hühnerpaprikasch mit irgendein einfaches Hefegebäck. Die Milch spielte im Leben der Dorfbewohner eine sehr wichtige Rolle. Es gehörte zu den wichtigsten Grundnahrungsmitteln. Man hat die Milch nicht nur zum Frühstück getrunken oder gegessen, man hat die Milch auch zu den verschiedenen Gerichten beim Kochen verwendet und natürlich auch bei den verschiedenen Kuchen, die gebacken worden sind. Wie es vorher schon erwähnt wurde, haben sehr viele Bauern im Dorf selber Kühe gehabt. Wer aber keine Kuh gehabt hat, musste sich die Milch kaufen, entweder von den Bauern oder von dem Milchverein im Dorf. Die Bauern haben die Milch zu Hause auch weiterverarbeitet. Man hat aus der Milch verschiedene Produkte hergestellt, wie zum Beispiel Butter oder Buttermilch und auch den Quark, den bei uns Matte genannt hat. Es gab aber auch verschiedene Käsesorten, die aus Milch hergestellt worden sind. Zum Beispiel war der Leibkäse ein Produkt, aber auch der saure Käse. Der saure Käse war übrigens ein sehr beliebter Brotaufstrich, den man gerne zum Abendessen gegessen hat oder am Nachmittag zur Jause, wenn es schnell gehen sollte. Der saure Käse konnte sehr einfach hergestellt werden. Man brauchte dazu nur Quark und ein paar Gewürze bzw. 2-3 Tage Geduld, bis der saure Käse reif geworden ist. Ich würde jetzt gerne dieses Rezept vorlesen, denn es war wirklich sehr einfach und konnte sehr schnell hergestellt werden. Man brauchte dazu etwa 200 Gramm Quark, einen Teelöffel Gewürzpaprika, Salz und etwas Natron. Den Quark musste man durch einen Sieb streichen und mit den angegebenen Zutaten vermengen, dann mit einem Küchentuch abdecken und für 2-3 Tage an einen warmen Ort stellen, wo dann der Käse praktisch gären konnte und reif werden konnte. Meine Oma hat es mir erzählt, dass man diesen Käse zum Reifen oft auch ins Bett gestellt hat, unter die Daunendecke, denn da war es wirklich warm, also der Gärprozess konnte relativ beschleunigt werden. Es war für jeden Haushalt sehr wichtig, die selbst angebauten Produkte für die Winterzeit aufzuheben, zu bewahren. Neben der Trockenlagerung bei Kartoffeln, Rüben, Petersilien, rote Beete, Zwiebeln, teilweise auch bei verschiedenen Krautsorten, hat man zum Beispiel gewisse Obstsorten gedörrt oder als Dunst in Gläser gefüllt. Bestimmte Gemüsesorten hat man eingesäuert, gehobeltes Kraut, ganze Paprikaschoten, oder man hat sie eingekocht, wie man zum Beispiel die Tomaten eingekocht hat. Man konnte aber diese Gemüsesorten auch in Holzfässern mit Hilfe von
Weichselblättern und Trinkwein einsäuern. Im Herbst, wo die tägliche Wärme nicht mehr dazu ausreichte, dass die noch hängenden Paprikaschoten und Tomaten reif werden konnten, hat man eine ganz spezielle Art von Konservierung verwendet. Nach der Weinlese, nachdem die Trauben ausgepresst worden sind, hat man den zurückgebliebenen Trebern genutzt, die genannten Gemüsesorten für längere Zeit haltbar zu machen. Ein Holzfass wurde schichtweise mit den Trebern, mit den Weichselblättern, mit den Paprikaschoten und den geputzten Krähenwurzeln gefüllt und anschließend mit Weinessig und Trinkwein aufgegossen. Zum Schluss hat man aufs Fass kleine Bretter gelegt und auf diese Bretter als Ballast sauber gewaschenen Steine draufgestellt. Nach ungefähr 3-4 Wochen war dann der Gärprozess zu Ende und man konnte die saure Paprika oder Tomaten, wenn die auch hineingelegt worden sind, essen. In der Zwischenzeit musste man immer wieder diese Bretter und die Steine, die auf dem Fass lagen, waschen und mit sauberem Wasser dann reinigen. Als die Sommer- und Herbstarbeiten auf den Feldern abgeschlossen worden sind und auch die Lebensmittelreserven in den Kammern ausgingen, sowie auch das Wetter winterlich geworden ist, begann die Schlachtzeit. Fast in jedem Haushalt wurden Schweine gezüchtet und man hat diese Schweine selbst mit Hilfe von einem Schlachter und mit Hilfe der Verwandten selber bearbeitet. Dieser Prozess war einer der wichtigsten Prozesse im Leben einer Familie, da aus diesem Fleisch fast für ein ganzes Jahr das Fleischreserve und auch Wurst- und Schmalzreserve der Familie gesichert werden konnte. Meistens hat man zwei kleinere oder ein großes und ein kleines Schwein geschlachtet. Das Schlachtgewicht lag insgesamt immer so bei etwa 270 bis 300 Kilogramm. Das Schweineschlachten war natürlich ein Prozess, der sehr gut vorbereitet werden musste. Man hat bereits einen Tag vorher, dann natürlich am Schlachttag und auch nach dem Schlachten viel zu tun gehabt. Vor dem Schlachten mussten die noch notwendigen Geräte herbeigeschafft werden. Das waren meistens die größeren Gegenstände, die nicht in jedem Haushalt aufzufinden waren. Solche Gegenstände waren die Kessel, der Galgen, der sogenannte Kallige, der Brühtrog, das Brietrog und die Kratzer, womit man dann die Haare des Schweines entfernt hat. Diese Geräte, wenn man sie selber nicht gehabt hat, hat man entweder von den Nachbarn oder wie gesagt von den Verwandten geborgt. Auch die Därme mussten schon einen Tag vorher vorbereitet werden. Die mussten geputzt werden und in eine Salzlake mit sehr viel Knoblauch eingelegt werden. Auch die Gewürze mussten vorbereitet und bereitgestellt werden. Der gemahlene Paprika, Pfeffer, Salz und Unmengen von Zwiebeln und Knoblauch mussten geputzt werden, die dann für die Wurstfüllung gebraucht wurden. Am Tag des Schlachtens begann die Arbeit, wie man damals es auch so gesagt hat, in aller Herrgottsfrühe. Schon um 5 Uhr morgens loderte das Feuer unter den Kesseln, die mit Wasser gefüllt wurden. In dem einen Kessel wurde das Wasser zum Abbrühen des Schweins, in dem anderen das Wasser für das Fleischkochen vorbereitet. Nachdem die Schweine geputzt waren, hat man den ersten Kessel dann fürs Fettausbraten hergerichtet. Gegen 6.30 Uhr war es dann soweit, der Schlachter ist angekommen und das Schwein wurde gestochen. Das Blut wurde für die Blutwürste aufgefangen. Dann wurde das Schwein in den Brühtrog gehievt und mit heißem Wasser übergossen, damit man die Haare
leichter entfernen konnte. Zu diesem Prozess gibt es ein paar Bilder, die bei einem Schweineschlachten geschossen worden sind. Das gesäuberte Schwein wurde anschließend auf den Galgen gehängt und zur weiteren Verarbeitung zerteilt. Das Fleisch wurde durch den Fleischwolf gedreht und wird für die Wurstfüllung gewürzt. Der Kopf, die Schwarte und andere Fleischteile wurden in den Kessel gelegt und gekocht. Diese Teile hat man später dann für die Blutwürste und für den Schwartenmagen, für den Schwadigender gebraucht. Die Brühe selbst hat man Kretzel genannt. Diese wurde später dann zu einer Suppe verfeinert. Und solange die Männer die Würste und den Schwartenmagen gefüllt haben, haben die Frauen das Fett in Stücke geschnitten und anschließend dann im Kessel ausgebraten. Das ausgebratene Fett wurde dann in Fettständer gefüllt. Die zurückgebliebenen Grieben wurden dann aufgehoben, teilweise auch noch einmal ausgepresst. Ich habe es bereits vorher erwähnt, dass das Schweineschlachten eine der wichtigsten Grundlagen für den jährlichen Fleisch- und Wurstbedarf war. Doch es wurden nicht nur Würste gemacht, sondern auch ein Teil des Fleischbedarfs wurde an diesem Tag für spätere Wochen und Monate gesichert. Man hat Fleisch gebraten und dieses Fleisch dann in größere Gefäße reingelegt und mit heißem Fett übergossen. Das gestockte Fett hat dann später dafür gesorgt, dass das Fleisch dann haltbar war. Eine andere Möglichkeit für die Lagerung von rohem Fleisch war das Einsalzen bzw. das Räuchern. Speck, Schinken, Rippchen wurden für Wochen in die Salzlake gelegt und anschließend geräuchert. Auch die Würste und der Schwartenmagen wurden geräuchert, denn das sicherte die Haltbarkeit dieser Lebensmittel eventuell bis Ende der Sommerzeit. Am Nachmittag gegen 16, 17 Uhr waren dann die meisten Aufgaben erledigt und die Helfer gingen nach Hause. Sie mussten ja selber ihre Haustiere zu Hause versorgen. Sie kamen aber später zurück, denn gegen 19 Uhr begann dann das Abendessen, der Stichbraten, Stichbrote, wie man das bei uns gesagt hat. Nach getaner Arbeit hat es natürlich sehr gut getan, sich hinsetzen zu können und die feinen Gerichte, die an dem Tag erstellt worden sind, zu probieren. Anschließend hat man noch Karten gespielt, beziehungsweise man hat die Verkletterer, die Verkleideten, noch empfangen. Dabei handelte es sich meistens um junge Leute, die in alten Kleidungsstücken verkleidet waren. Sie wollten ganz einfach Spaß haben. Sie sagten kleinere Sprüche und dafür bekamen sie ein Stück Wurst oder ein Gläschen Wein. Hier möchte ich einen Spruch vorlesen, der damals oft verwendet worden ist. Ich honkiert, ihr hat geschlacht und hat so gute Würst gemacht. Nicht zu groß und nicht zu klar, so dass sie mir kon sei. In Hochdeutsch, ich habe gehört, ihr habt geschlachtet und habt so gute Würst gemacht, nicht zu groß und nicht zu klein, so dass sie mir kann sein. Am Tag des Schweineschlachtens gab es von dem normalen Alltag abweichende Gerichte. Einerseits, weil es an diesem Tag sehr viel zu tun gab, andererseits, weil an diesem Tag frische Zutaten vorhanden waren, die nur einmal im Jahr, nur beim Schweineschlachten, auf den Tisch kommen konnten. Der Tagesspeiseplan wich auch von den normalen Werkstagen ab. Nach dem Nüchternbrecher, was in diesem Fall ein Stück Brot mit Salz und Paprika war und nicht ein Gläschen Wein bei den Männern, sondern eher ein Gläschen Schnaps, kam es erst gegen 10 Uhr, 10.30 Uhr zu einem reichlicheren Frühstück.
Das Schwein war dann zerlegt, die Innereien lagen bereits auf dem Tisch, woraus die Hausfrau ein sogenanntes Schlachtfrühstück gekocht hat. Aus Innereien wie Leber, Lunge, Nieren und Milz wurde mit reichlich Zwiebeln und rotem Paprikapulver eine Art Perkelt gekocht. Hierzu aß man frisches Brot und saures, eingesäuerte Paprikaschoten. Am Nachmittag gegen 15 Uhr, als das Fleisch in der Kresselbrühe gar war, hat man aus dieser Brühe eine Kresselsuppe gekocht und in die Suppe Leberknödel eingekocht. Zum aus dem Kessel herausgenommenen gekochten Fleisch reichte man noch sauren Meerrettich. Das Abendessen gegen 19 Uhr war ein sehr reichhaltiges Essen. Es gab eine Wurstsuppe, gefülltes Kraut, gebratene Würste und gebratenes Fleisch. Zum Schweinebraten und zu den gebratenen Würsten, Blutwurst, Bratwurst, hat man eingesäuerte Paprika und Gurken gegessen und dazu natürlich Weißbrot. Trotz der vielen Arbeit, die die Hausfrauen an diesem Tag gehabt haben, konnten beim Schweineschlachten die Schlachtkrapfen nicht fehlen. Die Hausfrauen haben am Nachmittag aus dem gegangenen Teig die Krapfen geformt. In der schönen Stube hat man auf die Betten ein Tischtuch gelegt. Auf diesem Tischtuch wurden dann die Schlachtkrapfen dann draufgelegt, mit einem anderen Tischtuch zugedeckt. Und da haben sie darauf gewartet, dass sie am Abend, vor dem Abendessen, dann im heißen Fett ausgebraten wurden. Hier können Sie ein Bild von den Schlachtkrapfen sehen. Es war natürlich sehr wichtig, dass diese Schlachtkrapfen einen schönen weißen Ring haben sollten, denn das war eigentlich der Beweis für die Geschicklichkeit der Hausfrau. Und wenn da keine weißen Ringe waren, dann wurde natürlich die Hausfrau darauf angesprochen. Wie bereits erwähnt, durch Schweineschlachten konnte man Lebensmittelvorräte für fast das ganze Jahr sichern. Das Schwein wurde zu Hause bis auf die entfernten Haare fast voll verwertet werden. Aus dem klein geschnittenen Fett wurde das Schmalz ausgebraten. Aus den ausgebratenen Fettwürfeln blieben die Grieben zurück, die noch zusätzlich ausgepresst wurden. Das Schmalz wurde in Blechfettständern oder in großen Kochtöpfen aufbewahrt. Aus dem gekochten Fleisch, gekochten Schwarten und Bratwurstfleisch wurde nach Zugabe von Gewürzen der Schwartenmagen erstellt. Der wurde dann in den Saumagen und in die Blase gefüllt. Die fertig gefüllten Teile wurden dann gepresst und geräuchert. Das durch den Fleischwolf gedrehte Bratwurstfleisch wurde nach entsprechender Würzung in die dünne Därme gefüllt und anschließend geräuchert. Die Sommerwürste, die Sommerwirscht, auch Stiefulter genannt, beinhalteten ein Drittel gekochtes Fleisch und zwei Drittel Bratwurstfüllung. Nach der notwendigen Würzung wurden sie dann in die Dickdärme gefüllt und auch geräuchert. Von den hinteren Beinen der Schweine wurden die Schinken aus dem schönen, großen, dicken, mit Fleisch durchwachsenen Fettstücken der Speck herausgeschnitten. Die wurden dann für 6 Wochen in die Salzlake gelegt und anschließend dann geräuchert. Das dauerte etwa 6 Wochen lang, bis es fertig war. Aus den Beinen, Ohren, Schwanz hat man die Sülze gekocht, die in der Winterzeit sehr beliebt war. Musik.
neben den selbst angebauten Gemüsen und den selbst gezüchteten Tieren war das Brot eines der wichtigsten Grundnahrungsmittel der Dorfbewohner. Wir haben gesehen, dass bereits früh am Morgen beim Nichterbrecher eine Scheibe Brot gegessen worden ist. Aber auch tagsüber, für den schnellen Hunger, hat man oft ein Stück Brot gegessen. Das konnte man ohne Aufstrich, nur mit einem Stück Obst oder Hutzel essen. Oder das Lieblingsessen der Kinder, wenn eine Scheibe Brot in Wasser getünkt wurde und anschließend mit Zucker bestreut war. Oder man konnte das Brot mit Marmelade bestreichen oder auch mit dem Sauerkäseaufstrich, wie es bereits erwähnt wurde. Man hat das Brot auch in Eiern verquirlt und ausgebacken. Oder Brot konnte auch als Suppeneinlage dienen oder morgens in die Milch eingebrockt werden. Brot konnte also auf vielerlei Art und Weise gegessen werden. Ohne Brot ging das Leben einfach nicht und das Brot hat man vor den 60er Jahren noch zu Hause gebacken. Man hat das Brot nicht in Geschäften gekauft. Die meisten Bauernfamilien haben in ihrem Hof einen eigenen Backofen gehabt. Wer aber keinen gehabt hat, der hat den vorbereiteten Brotteig zu dem Dorfbäcker gebracht, der dann das Brot ausgebacken hat. Die meistgebackenen Brotsorten waren Kornbrot, das war ein Mischbrot aus Weizen und Roggen, Weizenbrot selbstverständlich und Kartoffelbrot. Beim Kartoffelbrot hat man in dem Brotteig auch noch gekochte Kartoffeln hinzugegeben. Zweiwöchentlich hat man sich an das Brotbacken herangemacht. Damals hat man nicht nur ein Laib Brot gebacken, sondern zwei, drei, denn man konnte diese gebackenen Brotsorten für längere Zeit aufbewahren als heute. Die verschiedenen Brotsorten wurden dann entweder in der Kammer oder sogar in dem Keller aufbewahrt. Ein Stück von dem Brotteig wurde dann immer beiseite gelegt. Das war der Sauerteig, den man beim nächsten Brotbacken für das nächste Brotkneten verwendet hat. Der Prozess selbst begann bereits einen Tag vor dem Backen mit der Zubereitung des Brotteiges. In einem großen Weidling oder in einer kleineren Mulde hat man das Mehl hineingesiebt. Und mit dem Sauerteig hat man dann einen Vorteig geknetet. Dieser Vorteig musste über Nacht ruhen, aber die Hausfrauen sind oft auch nachts aufgestanden und haben den Brotteig noch einmal durchgeknetet, denn je öfter man den Teig geknetet hat, desto besser ist er gelungen. Ganz früh am Morgen wurde dann der Vorteig mit dem restlichen Mehl und mit Zugabe von Molke weiterverarbeitet und zugedeckt an einem warmen Ort zum Gehen gestellt. Aus diesem gegangenen Teig hat man dann je nach Bedarf 2 bis 3 Brotlaibe geformt, die man bis zum tatsächlichen Backen in mit Brottüchern ausgefütterten und mit Mehl bestäubten Brotkörben zugedeckt noch einmal zum Gehen beiseite gestellt hat. Die Brottücher hießen bei uns Simpellompe und die Brotkörben hießen bei uns Simpeln. In der Zwischenzeit wurde der Backofen mit Reisig und mit Maiskolben aufgeheizt. Zur Temperaturmessung hat man 2 verschiedene Methoden gehabt. Man hat Steine in den Ofen gelegt und wenn die Steine glühten, in Anführungszeichen, war die gewünschte Temperatur vorhanden. Oder man hat etwas Mehl in den Backofenraum hineingeworfen und wenn die dann in der Luft verbrannten, hieß es auch, dass die Temperatur richtig war.
Anschließend holte man die Glut und die Asche heraus. Der Ofen wurde mit einem nassen Tuch gesaubert und gewischt. Aus Teigresten hat man runde Brotteigkuchen geformt, wie heute die Pizzaform. Und die wurden zuerst in den Ofen geschoben und gebacken, weil die schnell fertig waren. Dann hat man die Brotlaibe mit Hilfe der Brotschaufel in den Ofen geschoben. Damit begann der Backprozess. Nachdem die Hausfrau die Backofentür abgeschlossen hat, hat sie mit ihrem Daumen 3 Kreuze über die Backofentür gezeichnet und folgenden Satz gesagt: In Gottes Namen soll es backen. In Gottes Namen soll es backen. Die Brotlaibe waren in etwa 2 Stunden fertig und als der Backprozess zu Ende war, holte man die Laibe mit Hilfe der Brotschaufel heraus. Und wenn man die Unterseite des Brotes angeklopft hat und das Brot hohl klang, dann war der Backprozess praktisch wirklich gut beendet und das Brot war durchgebacken. Nachdem die Brotlaibe aus dem Ofen herausgenommen wurden, hat man die Laibe abgefegt, mit einem sauberen Lappen abgewaschen, damit die eventuellen Aschenreste verschwanden. Das Brot wurde im Keller oder in der Speis bis zu 10-14 Tage aufbewahrt. Aus dem Brotteig hat man aber nicht nur Brot gebacken, sondern es gab verschiedene Brotkuchensorten. Es gab den Mürbekuchen, den Brotkuchen, den Flammkuchen und, wie schon erwähnt, den Sauerteig. Zum Brotteig wurde zusätzlich Fett, Ei und Milch geknetet. Daraus entstand dann der Mürbeteig. Der Brotteig wurde rund ausgewalzt und mit der Backschaufel in den Ofen geschoben und der fertige Kuchen dann mit Schmalz oder mit Rahm bestrichen. Das war der Brotkuchen. Flammkuchen wich vom Brotkuchen insofern ab, dass man in den Brotteig auch noch Fett hineingeknetet hat. Aber ansonsten wurde er so gegessen wie der Brotkuchen. Hier hat man anschließend auch Fett oder Rahm darauf gestrichen. Der Sauerteig, wie vorher schon erwähnt, war für das nächste Brotbacken vorgesehen, wurde aufgehoben, um den Vorteig dann machen zu können. Und nun als Abschluss des Themas noch einige Bilder über Haushaltsgegenstände, Küchengeräte, die in den bäuerlichen Haushalten damals vor vielen Jahrzehnten benutzt wurden. Über die Brotzimperl haben wir schon gesprochen, die konnten entweder rund oder oval sein. Der Mehlständer war aus Holz und er wurde von Fassbindern hergestellt. Darin hat man Mehl aufbewahrt. Es wurde ja erwähnt, dass man Mehl für den jährlichen Bedarf von den Mühlen direkt abgeholt hat. Deshalb brauchte man diese Gefäße, das Mehl aufbewahren zu können. Gussreindl hat man früher sehr oft benutzt. Die waren zwar sehr schwer, doch diese Art Töpfe waren sehr hitzebeständig und waren für die gesetzten Ofen mit eisernen Platte sehr gut geeignet. In den kleineren Gussreindl hat man gerne die Hefeknödel und auch Kraut und Knödel gekocht oder gebacken, weil da eine wunderbare Kruste am Boden des Teiges entstand. Das Beste am Hefeknödel. In dem aus Holz geschnitzten Mörser hat man Nüsse, Mohn und viele andere zum Kochen notwendige Kräuter zerkleinert. Der Milchtopf, bei uns Melichhove genannt, war ein Tongefäß von Töpfern aus Obanja, Altglashütten oder Meczek-Nadasch, worin Milch und verschiedene Milchprodukte aufbewahrt worden sind, Sauerrahm oder Buttermilch. Diese Art von Tongefäßen wurde aber auch als Marmeladebehälter benutzt, speziell für die Zwetschgenmarmelade, für den Quetschepekmes.
In der Hoffnung, dass ich einen kleinen Überblick zum Thema Essgewohnheiten der Ungarndeutschen in Pabatz geben konnte, wünsche ich viel Spaß beim eventuellen Ausprobieren der Rezepte, die hier teils beschrieben, teils angedeutet worden sind. In der angehängten Bibliografie sind die Quellen aufgeführt, wo man weitere Details und Informationen zum Thema finden kann.